Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner dritten Let's Play-Folge von Link's Awakening. In der Djinn-Grotte haben wir das Kraftband gefunden und deswegen macht es jetzt Sinn, sich mal ein bisschen in der Welt umzusehen und zu schauen, was man so alles Schönes noch entdecken kann, bevor man den Storypfad weiter verfolgt. Und deswegen gehe ich jetzt keinen direkten, ich sag mal, Lösungsweg, sondern erkunde ein bisschen jetzt hier die Welt. Denn hier und da kann man sich ein paar Herzteile ergattern, an die man vorher nicht rankam. Deswegen gehe ich jetzt mal ein paar Wege, die jetzt nichts direkt mit dem nächsten Dungeon zu tun haben. Und da haben wir auch schon das nächste Herzteil. Oh, ich glaube, da drüben komme ich noch nicht hin. Ne, da komme ich noch nicht hin. Okay. Oh, was haben wir hier? 50 Rubine läuft, die kann ich gebrauchen. Was jetzt Sinn macht, auf jeden Fall erstmal zurück ins Dorf, denn für 200 Rubine kann man sich da eine Schaufel kaufen, die man braucht, um, ich zeige es euch mal kurz im Inventar, diese Zaubermuscheln zu sammeln. Aktuell kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, wozu die Zaubermuscheln waren. Es ist einfach zu lange her. Und ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht ergoogelt oder so. Okay, man kann... Jetzt merke ich das erste Mal, dass man nun wahrscheinlich nur eine Fähigkeit aktiv hat. So, okay. Oh. Ach, das sind diese Teleportpunkte. Okay. Ach so, das ist der erste Teleportpunkt, den wir finden. Deswegen klappt das jetzt noch nicht. Okay. Was ist das hier für ein putziges Häuschen? Okay. Was? Trantrudi, du hast aber einen schönen Namen. Nö. Jetzt noch nicht. Okay, man kann quasi Geheimnisse von ihr ausplaudern lassen, wenn man Geld bezahlt. Okay, okay, okay. Interessant. Die Stelle müssen wir uns mal merken. Das könnte sein, dass wir hier die Schaufel brauchen. Ach, ich kann mir den Merker jetzt nicht setzen. Was ist denn hier eigentlich mit dem Brunnen? Okay. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Ich weiß, dass es jetzt noch nicht der Weg ist, den ich jetzt gehen möchte und auch nicht brauche, wie ich gerade feststelle. Ach, da gibt es bestimmt so eine Art Enterhaken. Okay. Okay.
Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Was für eine finstere Strafe. Okay. Na, mal sehen, wie viel das jetzt wird. Okay, 40. 40 Zauberpulver können wir jetzt mit uns rumschleppen. Okay, 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 cool. Hier war noch irgendwo ein Herzteil, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, genau das hier. Das können wir uns jetzt holen. Wie war das? Ja. Nee, und schon habe ich mich vermacht, oder? Moment, jetzt muss ich mal rausgehen. Ich glaube, da muss ich von unten rein, damit das funktioniert. Ja. Na, läuft. So, noch eins, dann haben wir schon wieder ein ganzes Herz voll. Das ist doch schön. Oder? Stopp. Ja, noch eins. Ich weiß gar nicht, kann man das nochmal gebrauchen? Hm, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt gehen wir erstmal ins Dorf. Und bring den Hund zurück. Stopp, hier war auch noch irgendwo eine Truhe. Moment, die suchen wir noch schnell. Die war. Wo war die? Wo war die? Wo war die? Wo war die? Da ist er. Alles klar, läuft. Ach, da haben wir noch so eine Muschel. Na, das ist doch zauberhaft. 267 Rubine, sehr schön. Okay, hier müssen wir hin. Komet, ein absolut geiler Name. Der Glückliche. Okay. Weiter im Text. So, der freut sich. Wieder angekettet. Ach, da fällt mir ein, hier gibt es ja auch noch ein. Moment, erstmal hole ich mir die Schaufel, bevor ich mir jetzt irgendwas versaue hier mit Rubin und dem. Und dem Hakenspiel. Hole ich mir jetzt erstmal die Schaufel für 200. Genau. Zack. Und gleich noch die Bomben mitnehmen, ganz wichtig. Alles klar, sehr schön. Und die gleich mal ausrüsten. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch unser Glück mit dem nächsten Herzteil. Bei mir ist kein Herzteil da? Okay. Also eigentlich sollte hier ein Herzteil liegen. Gucken wir nochmal rein. Ansonsten holen wir uns jetzt erstmal die Muschel. Naja, egal. Ah.
Ich kenne mein Glück, das fällt. Nee, das sieht perfekt aus. Oder? Sauber, sehr schön. Okay. Schauen wir noch mal, ob jetzt das Herzteil drin ist. Nee. Okay, dann kann man da vielleicht doch nur eins holen. Das habe ich ja schon bekommen. Dann ist das wahrscheinlich ein Fehler vom Amt. Ich überlege gerade. Es lohnt sich auf jeden Fall noch mal in das erste Dungeon zu gehen. Denn da brauchen wir Bomben. Da habe ich nämlich was entdeckt. Jetzt muss ich erstmal überlegen, ob das der richtige Weg war. Moment. Ach, da unten geht's lang. Ja. Also, wer sich jetzt wirklich nur dafür interessiert, dass ich jetzt Richtung das nächste Dungeon gehe, der kann gerne ein bisschen vorspulen. Ansonsten möchte ich natürlich so viel wie möglich entdecken und finden, wem das jetzt hier zu viel wird. Oder zu langatmig, sagen wir es besser so. So, alles klar. Bam. Das ist mir nämlich beim letzten Mal aufgefallen. So, was ist hier Schönes drin? Ebenfalls eine Zaubermuschel, okay. Die wollte ich auf jeden Fall noch haben. Beziehungsweise die Kiste. Ich gehe jetzt mal noch hier unten lang. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es da auch noch irgendwas Schönes zu holen gibt. Okay, noch. Oh! Da haben wir doch noch etwas für eine Bombe. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Das war's, nichts weiter. Apropos, wir müssen doch mal die Schaufel ausrüsten. Denn ich weiß, dass man mit der Schaufel auch an bestimmten Stellen so eine Muschel ausgraben kann. Schauen wir doch gleich mal weiter hier. Oh, da gibt's noch eine Kiste. Sehr schön. Mit der Kohle. Stopp, was haben wir da oben? Ein Geheimgang? Ja. Wo sind wir hier? Oh. Muschel Nummer 4, glaube ich. Mehr? Nee. Oh, hier kann man sogar einstürzen, das ist ja auch finster. Okay. Nee, da kommen wir nicht lang. Oh, hier ist noch ein Stein mit so einem Teleporter. Okay. Also ihr erkennt diese Steine, wenn die so eine, ich sag mal, so eine Aura um sich drum haben, dann erkennt ihr, dass man da irgendwas Tolles mitmachen kann. Beziehungsweise, dass da so ein Teleporter dahinter ist. Okay. Moment, war hier noch irgendwas? Nö. Thank you.
Also an solchen auffälligen Flecken lohnt es sich immer mal zu gucken. Auch wenn ich die nicht im Kopf kenne, weiß ich, dass hier immer mal was dahinter sein könnte. Nee, okay, das ist eine Sackgasse. Jetzt müssen wir oben lang. War hier nicht auch noch so ein großer Teleporter? Irgendwo hier war ein Teleporter, bin ich mir sicher. Ah, alles klar, da geht's weiter. Sehr schön. Ach, hier ist er doch. Den können wir jetzt aktivieren. Und jetzt können wir von hier aus an alle Punkte uns teleportieren. Ja, von da nach da. Okay. Das wird unser nächstes Herzteil. Sehr schön. Oh, das wird nix. Das hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, das Herz einzusammeln. Und nochmal 50. Na schön. Ach, alles klar. Herz Nummer 7. Sehr schön. Ach, alles. Auf was man hier alles achten muss? Ist hier noch mehr? Ach, das ist einfach nur eine Heilquelle. Okay, ich dachte, dass man... Also ich erinnere mich noch bei Zelda Link to the Past vom Super Nintendo. Da gibt es irgendwo so einen Brunnen. Da kann man Sachen in den Brunnen werfen. Und ich dachte, dass das jetzt hier so eine Stelle wäre. Stopp. Lass mal die Schaufel ausrüsten. Hätte ja sein können. Okay. Moment, wir gucken erstmal hier. Okay, das ist hier irgendein Schloss Kanalett, okay. Der Busch hat so komisch gewackelt. Bedeutet das überall, wo das so... Oh, Spinnen? Nein, nicht runterfallen. Doof. Okay, hier ist eine Sackgasse. Es ist schon mal schön, dass auch mal eine Sackgasse kommt, damit man weiß, hier geht es erstmal nicht weiter. Sonst verläuft man sich ja total hier. Okay, da geht es auch nicht lang. Was willst du jetzt mal? Die sind ja finster.
Ey, du das aufhebst, das ist ja schon frech. Okay, alles klar. Ah, ich habe noch ein Talent, mich zu verdrücken. Ah ja, was haben wir hier? Was ist denn hiermit? Ach so, alles klar, eine Abkürzung zurück. Das sah sehr auffällig aus. Du bist Mistring. Geheimnisse der nahen Erde. Oh, stopp. Ah, alles klar. Also es lohnt sich immer wieder auch mal, um so eine Eule drumherum zu schaufeln. Damit können wir... Ja, zurück. Ja. Ja, okay, die brauche ich ja jetzt nicht töten. Dum, dum. Oh, Mensch, das läuft ja wie das Brezelbacken hier. Okay, da komme ich garantiert nicht rein. Oh, das hat sogar funktioniert, geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, zurück. Da brauche ich erst irgendwelche Schwimmflossen. Das war aber knapp. Oh, stimmt. Hier ist dieser Stein. Da können wir uns hin teleportieren. Muss ich den erst aktivieren? Ich hoffe nicht. Nee, alles klar. Okay. Jetzt muss ich erstmal komplett wieder zurück. So schnell übersieht man es, dass da einfach so ein Stein liegt. Okay. Wie viel haben wir davon jetzt schon? 8 Stück, okay. So, okay, 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 okay. Ah, hier ist der nächste Dungeon. Okay, 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 okay. Ah, alles klar. Aber wenn man das Muster einmal erkannt hat, dann läuft's.
Okay. Ah, nee. Da komme ich noch nicht rein. Und das ist aber auch frech. So, was sagt uns der Kollege hier? Ist überhaupt jemand drin? Grüß dich, meiner. Okay. Okay, wir müssen nachher nochmal in das... Also was heißt nochmal? Ich war ja noch nicht in dem Schloss. Und dann muss ich goldene Blätter finden. 5 Stück, okay. Ach, sagt das auch explizit, dass man da die Schaufel haben muss. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also kann man sie auch ausbuddeln. Da sind noch 2 Gänge, okay. Wie komme ich denn da rein in das Labyrinth? Ah, ich glaube, da komme ich erst später rein. Moment. Ich stehe jetzt kurz mal ein bisschen auf dem Schlauch. Wie geht's hier weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Man bräuchte hier so eine Laufschuhe. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil Laufschuhe gibt, wo man schneller rennen kann. Warte mal, wir fallen jetzt einfach mal absichtlich hier rein, okay. Hätte ja sein können, dass es was bringt. Moment, da oben ist doch noch eine Eule. Wie komme ich denn an die Eule ran? Stopp, da müssen wir nur zurück. Alles klar. Ich glaube, ich weiß wie. Ich muss wahrscheinlich erst in das Schloss. Okay, also auf zum Schloss. Das Schloss ist da oben. Okay. Also die Folge wird auf jeden Fall etwas länger. Oder kommt man hier unten irgendwie lang? Habe ich das schon getestet? Ja, okay, da komme ich nicht weiter. Na, durchs Tor kommt man nicht, das war ja auch klar. Ach, das Tauschgeschäft geht weiter. Bananen. Eine Brücke. Na, dann kommen wir doch ins Schloss, wie es aussieht, oder? Was liegt da? Ein Stock. Jetzt gucken wir vorher mal hier unten. Okay, das ist nur Wasser. Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe. Was ist denn das? Oh, da ist eine Muschel oben drauf. Hier kann man bestimmt die Muscheln abgeben. Muschelbazar. Alle Muscheln finden, um das perfekte Schwert zu finden. Alles klar. Na, ich stelle mich da jetzt noch nicht drauf. Ich will mich da mal überraschen lassen. Aber alle Muscheln finden das bestimmt auch sportlich. Ach, da ist gleich der nächste. Und was sehen wir da? Ist das eine neue Plattform? Okay. An welchem Ort ist denn das? Okay.
Alles klar, jetzt sind wir am Schluss. Ah, okay. Das haben sie echt mega cool gemacht. War ich nicht drüber fertig. Ich hasse diese Raben, die sind so bescheiden. Da ist Blatt Nummer 1. Fehlen noch 4. Okay. Besiegt jetzt erstmal die ganzen Ritter hier drumherum. Vielleicht lässt ja einer von denen auch eine fallen. Ups. Okay. Okay. Hier muss es ja auch welche auszugraben geben, wenn er sagt, nimmt die Schaufel mit. Okay, gehen wir erstmal rein und schauen, wie viele wir hier drin finden. Nee, hier lässt es ja schlecht buddeln. Alles klar. Ups. Okay. Tür ist auf. Oh, nur gut, dass ich noch ein paar Bomben habe. Ich kann nur eine gleichzeitig aktivieren. Alles klar, noch zwei. Nicht, dass ich mal aus Versehen eine auslöse, das wäre nicht so toll. Okay, hier kann man runterspringen. Die Frage ist, ach nee, hier geht's ja noch weiter. Oh, noch eine Bombe bekommen, sehr schön. Zack. 4, eine fehlt noch. Okay.
habe noch keine ausgegraben, wenn ich mich nicht irre. Muss an irgendeiner auffälligen Stelle sein, die ich übersehen habe. Okay. Hier nicht, da nicht. Und die finde ich auch noch. Die habe ich ja schon überall gegraben, oder? Vielleicht muss ich den ja platt machen. Ah, alles klar, da ist das fünfte Blatt. Okay, da musste ich nicht einmal buddeln, oder? Gut, na dann gehen wir mal zurück zu dem Onkel. Mich überlegen, wo waren das nochmal? Ich glaube, das war hier links, oder? Bei wem waren das? War das? Wo waren das? Ach, hier unten war das. Okay. Ja, das ist auf dem wirklich richtigen Weg. Okay, einmal zur Seite. Wir können auch buddeln. Oh, noch eine Muschel. Läuft. Ach, das ist das Labyrinth zu dem Herz. Stopp. Na, verdammt. Schon wieder. Ich wollte springen. Das war aber jetzt knapp. So, nächstes Herzteil.
Ach, okay, jetzt komme ich an die Eule. Kann man den Stein gleich noch wegwerfen? Mutter Erde, Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Oh, da ist der Schlüssel. Der Schlüssel zur Dungeon. Na, dann können wir doch jetzt ins Schloss, wollte ich gerade sagen. Also noch gleich hier. Das war schon die dritte Folge. Ich mache jetzt hier einen Cut, weil die Folge sonst zu lang wird. Wir sind jetzt schon bei über 40 Minuten. Das ist wirklich ein bisschen heftig. In der vierten Folge gibt es dann die Teufelsvilla. Das ist die nächste Dungeon. Ich hoffe, das schaltet ihr auch wieder ein. Lasst dem Video gerne einen Daumen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn ihr neu seid, natürlich ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und noch einen schönen Tag. Ciao.